So, Video Nummer 2 aus der Reihe Basics MAO 432-10 Philips Steuerung. Ich stehe wie vor dem ersten Video noch vor der Maschine und als nächsten Topic hätte ich gesagt, nachdem wir die Maschine eingeschaltet haben und die Hydraulik läuft und das Selbsthalterrelais auch haltet, würde ich als nächstes die Bedienung versuchen in all ihren Facetten und den wichtigsten Punkten zu beschreiben. Wie sich manche vielleicht schon gewundert haben, ist meine Maschine gerade ein wenig zerlegt. Normalerweise ist hier noch eine Verkleidung drauf, die anderen Verkleidungen sind alle runtergeklappt, der Seitenkasten ist demontiert. Das hat den Hintergrund, dass ich jetzt gerade ein bisschen was an Wartung durchgeführt habe und in diesem Wartungsprozess ist mir halt auch die Idee gekommen, für euch ein paar Videos zur Maschine zu machen. So, zur Steuerung. Ganz die großen Basics, E-Stop oder auf Deutsch Notaus, ist vermutlich allen bekannt. Als nächstes haben wir den Hydraulikknopf, den wir schon kennengelernt haben, mit dem wir faktisch die Maschine scharf machen, einschalten. Dann gibt es Maschinen mit Rotationstisch, also der C-Achse. Die haben hier noch einen Rotary Table Clamping Switch, also faktisch einen Schalter, mit dem man den Drehtisch klemmen kann extra, und ich habe zusätzlich noch diesen KSS Override Schalter, mit dem ich, den sollte ich jetzt nicht bedienen, mit dem ich zusätzlich noch die Kühlung ein- und ausschalten kann, weil ich oft bei bereits stehender Maschine noch schnell was runterwaschen möchte und habe hier meine Lavaschlanze und habe noch zusätzlich hier Kühlschmierstoff Override zum Einschalten der Kühlmittelpumpe, also / M8. Um die Maschine eben runterwaschen zu können oder um Teile abzuwaschen oder ähnliches. So, ich würde sagen, wir untergliedern den Bereich in generelle Menüübersichten oder Funktionen der Maschine. Das wäre jetzt in dem Fall automatisch ausgewählt am Anfang der Manual Operation, das heißt also faktisch der Handbetrieb. Um in den Handbetrieb zu kommen, kann man, wenn man in einem anderen Betriebsmodus ist, einfach hier auf Manual drücken, dann springt die Anzeige automatisch in Manual. Also hier Manual drücken, zack, Manual. Manual ist unsere Übersicht, wo wir bei nicht laufendem Maschinenbetrieb unsere Achspositionen sehen. Bei abfahrenden Programmen sehen wir unsere Distance to Go, also unsere Werte, die noch in Millimeter bis zum nächsten neuen Wert zu erreichen sind. Beispielsweise wir fahren von X100 auf X0, dann zählt es darunter, bis wie viel Millimeter wir noch fahren müssen. Ist manchmal ganz praktisch, wenn man jetzt mit einem Werkzeug schon oder mit einem Werkzeughalter schon sehr nah am Spannmittel ist, kann man mal kurz hier zap, feed, hold und schauen wir, wir haben noch 5 mm, schauen wir rüber auf die Maschine, geht sich das aus? Ja, nein, manchmal praktisch. F, ganz klar, Vorschub, S, Spindeldrehzahl, T, gerade gewähltes Werkzeug. Da unten die aktiven Gehbefehle, wobei wir da jetzt zum Beispiel sehen, wir sind jetzt gerade auf G51. Dann haben wir noch, und das hat halt nur die V700, ich glaube die V500, meine zumindest, hat es nicht. Wir haben die Möglichkeit der Help-Funktion, das heißt faktisch, wenn wir, ich mache jetzt einmal E-Stop beispielsweise, und jetzt kommt hier oben Error E05 I1. So, ich lese hauptsächlich immer wieder Fragen, was bedeutet mein Errorcode? Bei den Versionen, jetzt das ist meine Annahme, weil ich vorhin eine V500-Steuerung gehabt, da gab es das nicht, bei der V700 gibt es das. Das wäre hier die F-Taste, also das sind die Funktionstasten 1 bis 5 und die stehen für die unten am Bildschirm angezeigten Funktionen, in dem Fall Errortext. Wenn ich jetzt auf Errortext klicke, dann zeigt er mir an I05, also I05 bedeutet Notaus von der Maschine betätigt, das wäre der erste Fehlercode, und der I01, wenn wir nochmal auf Errortext drücken, Schnittstelle abgeschaltet. Kommt automatisch, weil die Schnittstelle abschaltet, sobald man E-Stop bzw. Notaus drückt. So, wir starten die Maschine noch einmal. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Display umzuschalten. Bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die 500 das hat. Ich zeige es einfach einmal. Wir haben die Möglichkeit, hier erstens einmal PLC Monitor. Da sehen wir auf der Eingangs- und Ausgangskarte der Steuerung, welche Eingänge aktiv sind und welche Ausgänge derzeit aktiv sind. Das ist manchmal zum Troubleshooten gar nicht so schlecht. Braucht man aber im Regelbetrieb eigentlich überhaupt gar nicht. Ja. So, wir gehen auf Return.
manchmal ist es ein bisschen tricky, im Menü zurückzuspringen. Ich bin jetzt einfach auf Menü gegangen und dann noch einmal auf Manager, dann war ich auch draußen. Ja. Nächster Punkt. Wenn wir uns die Bedienkonsole anschauen, wie gesagt, oben Funktionstasten, die sind immer an das Display gebunden. Dann den Block, um Eingaben vorzunehmen. Herunten der Block, um Maschinenbewegungen zu steuern. Und hier der Block, um Menüs oder Funktionsmodi der Maschine einfach auszuwählen. Und da fallen jetzt daraus die unteren drei Tasten, die für Spindelstopp stehen, Vorschubstopp und Cycle Start. Ganz kurz noch gesagt, bei den E-Maschinen, so wie bei meiner, mit Wechselstrommotor, ohne Frequenzumformer, funktionieren die Tasten der Spindelgeschwindigkeitsverstellung nicht. Das heißt, die Maschine kann wirklich nur die Geschwindigkeiten fahren, die das Getriebe zulässt, weil der Motor dreht immer mit 2450 Umdrehungen und über das Getriebe passen wir die Drehzahl an. Das heißt, wir können hier nicht fein verstellen. Die Steuerung könnte es, die Maschine kann es nicht. Die C-Maschinen und E2-Maschinen und die können das. Ja? Also meine kann das zum Beispiel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es notwendig ist, habe ich es halt über den Vorschub gemacht oder habe halt nochmal das Programm kurz umgeschrieben und habe einen anderen Gang gewählt und habe das Programm dann nochmal gestartet. Ja, also ich bis jetzt war es für mich keine große Hürde. Ich arbeite jetzt seit fünf Jahren hobbymäßig mit der Maschine. War nie großes Thema, für mich zumindest nicht. Vielleicht brauchen es andere. Was ich auch noch gleich sagen möchte, jetzt werden sich einige denken, ja, wunderbar, Frequenzumformer, da kann ich ja mehr Drehzahl machen. Richtig? Aber bitte mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ich habe meine Spindel bereits auseinander gehabt. Ich fahre 99,9% Aluminium. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Spindel halt auch ein bisschen angecrashed habe. Ich glaube, dass ich einen leichten Schlag hatte, wie ich die Maschine gekauft habe. Ich möchte jetzt niemandem die Schuld geben in irgendeiner Art und Weise. Ich war in Ordnung. Ich bin einmal mit einem Messerkopf ins Harte gefahren und habe die Maschine abgewürgt. Danach waren die Spindellager einfach fetzen nicht. Das mag sie nicht. Dazu mehr im nächsten Video vielleicht, weil ich habe da eine eigene Modifikation drauf, damit das nie wieder passieren kann. Wozu ich eigentlich kommen wollte, ist, ja, man kann mit einem Frequenzumformer auf den Drehstrommotoren über die Manipulation des Drehfeldes und der Frequenz mehr Drehzahl machen. Der Motor macht nominal 2450 Umdrehungen. Es gibt Frequenzumformer, die machen plus 20%. Demnach würde man oder könnte man theoretisch jetzt 4800 Umdrehungen machen. Gut. Ich glaube, dass bei der Spindel wirklich so in etwa bei 5000 Umdrehungen Ende ist. Also meine Spindel bei langen Schnitten mit 4000 Umdrehungen, wenn ihr mal eine Stunde lauft oder so, die wird schon gut warm. Und die Spindel hat an sich ja auch eine Kühlung eingebaut. Also jemand, der schon mal da oben den oberen Teil, wo die Pinolenverlängerung ist und der hydraulische Werkzeugauswurf, wenn das schon mal offen gehabt hat, der sieht, da ist ein Rad drauf. Und dann sieht man auch, dass... Ich gehe mal darüber. Moment. Dann sieht man auch, dass die Maschine hier so Kühlöffnungen hat. Wenn man das Blech runternimmt, sieht man, dass das sind Kühlrippen auf dem Guss drauf. Und der Ventilator saugt auf der Oberseite die Luft an und drückt sie faktisch außen über den Körper der Spindel runter, um den ganzen Kopf zu kühlen. Ich würde der Maschine nicht mehr als 5000 geben. Ist jetzt auch generell mit den Frequenzumformen, also bis 5000 möglich. Natürlich, es gibt Varianten, wo man mehr fährt, würde ich nicht machen, würde ich der alten Spindel nicht zutragen. Da sind keine Spindellager drinnen, die höhere Drehzahlen abkönnen. Also muss man ganz klar sagen, Spindel 5000, wirklich Leute, Ende. Dann kommen wir weiter zum eigentlichen Punkt, zum Menü. Die Funktionsmodi, wie gesagt, im Manual können wir hier über die Bedienung der Maschine, ja, also selbsterklärend in X plus, X minus, Y plus, Y minus und so weiter, insgesamt maximal 6 Achsen, kommt auch darauf an, welche Steuerung man hat und so weiter und so fort. Toolmac betrifft auch mich nicht, denn sowohl hier als auch auf der anderen Seite ist kein Werkzeugwechsel auf der Maschine montiert. Ich habe leider keinen, ich sage jetzt vorsichtig, noch nicht. Dazu gibt es vielleicht in einem anderen Video dann mehr. Wir haben Toolmagazin, funktioniert bei mir klarerweise nicht. Clamp, Unclamp, Tool, das funktioniert. Und springt die Hydraulik an, geht auf Haltedruck
Er lässt das Werkzeug rausfallen, zum Glück war jetzt keins drinnen. Nochmal drücken, Werkzeug ist drinnen, fertig. Dazu auch ganz kurz habe ich mir einen Schalter eingekabelt, der von der Maschine runter bis zu dem Relais geht, das dafür zuständig ist. Ich kann das Werkzeug hier auch wechseln, denn darüber zu greifen, während man hier mit einem Fräser steht, macht wenig Sinn. Deswegen hier, und ich wollte mir eigentlich mit meinem 3D-Drucker noch ein Casing bauen dafür, und irgendwie ist es die letzten 4 Jahre einfach bei der Lösung geblieben. Hat sich bewährt, funktioniert. Nächster Button, Coolant, invertiert den Zustand des Befehls M8, M7. Ich sage deswegen invertiert, weil man muss da manchmal, wie soll ich sagen, auch im Programm halt früh genug dran denken. Das ist kein, ich bin overall coolant on-off, wie es bei anderen Maschinen ist. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt coolant off, coolant bleibt die nächsten Programme off, sondern das invertiert immer nur derzeitige coolant, wie soll ich sagen, den derzeitigen coolant Befehl. Dann, wie bereits gesagt, Spiegeldrehzahl rauf, runter 100%. Funktioniert bei mir nicht. Habe ich, wie gesagt, nicht gebraucht. Dann haben wir hier, jetzt fällt mir das erste Mal auf, die sind gelb. Und die sind deswegen gelb, weil auch die Achsen gelb sind. Wir haben die Möglichkeit, mit der Maschine entweder in Millimeterschritten, in Tausendstelschritten, in Hundertstel, in Zehntel oder in Millimeterschritten oder im Jog-Modus zu fahren. Das heißt, drücke ich die Wellentaste und drücke ich auf X Plus, gehört mir die Maschine, bis ich den Finger wieder runternehme. Nehme ich da hier die 1000 und wir achten jetzt einmal auf X, dann fährt mir die Maschine immer genau einen Millimeter weiter. Der Tastenblock ist generell für den ganzen Vorschub der Maschine zuständig. Ich kann auch hier sagen, so 0% Vorschub. Fährt mir die Maschine klarerweise bei X dann hier nirgends hin, macht sie gar nichts, schreibt sie zu Job bloß, aber sie darf nicht. Ja. Das ist auch nicht haltend, das heißt, also ich kann hier 0% machen, fahr hier 5-mal drauf, drücke dann einmal auf 10% plus oder 5% plus und die Maschine fährt los, ist nicht so, wenn 0 ist, funktioniert nichts. Im Programmlauf, als auch im Streckenlauf, als auch jetzt im Jogbetrieb, wenn wir wollen, also ich mache das beim Programmanfahren halt immer so, Werkzeugfahrt, fährt mir auf die Sicherheitsebene runter, ich mache mal 0%, schaue auf die Maschine, mache langsam den Vorschub auf, kennt man von anderen CNC-Maschinen nicht anders, denn die meisten haben halt ein Drehrad. Hier ist das mit Schaltern gelöst. Ist auch gar nicht so schlecht, finde ich, geht bis maximal 150%. Und ich kann immer den 100%-Knopf drücken, das heißt 100% Vorschub, 0% Vorschub, der braucht nicht auf und zu reißen oder was, sondern wirklich 0%, 5, 10, 15 und dann zählt es immer hinauf. Ja. Weiter zu den Modis. Wie gesagt, wir haben den Hauptmodus manuell, in dem wir faktisch den ganzen, wie schon gesagt, Manualbetrieb der Maschine nutzen. Wie beispielsweise ja, Achsen nullen, auf Null fahren, antasten, das generelle Menü, Programme laden, Achswerten setzen, die Fernbedienung ein- und ausschalten, alles. Das passiert im Manual-Mode. Einzel-Teach-Modus, Teach-In, Einzelzeilen-Modus, wir tippen ein X. Also hier haben wir nicht wie bei anderen Maschinen, die eine Tastatur haben mit dem Buchstaben, sondern wir müssen mit den Cursor-Tasten den jeweiligen Buchstaben auswählen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel X, jetzt stehen wir auf 110, ich will auf X 200, drücke ich Enter, Cycle Start, mache vielleicht vorher noch meinen Vorschub zu, ich drücke Cycle Start, jetzt möchte die Maschine 90 mm in X ins Plus fahren, sollte sich ausgehen. Wir machen da hier langsam den Vorschub auf und die Maschine fährt los und ich kann 100% machen und die Maschine ist verfahren. Manchmal ganz praktisch, wenn ich sage, okay, ich möchte einen Block zum Beispiel jetzt nur oben abplanen, eingespannt, drüber gefahren, da schnell Distance to go eingeben, also mein X eingeben und losgefahren. Natürlich kann man auch auf den passenden Gehbefehl umschalten von Absolutbemaßung auf Inkrementell. Da sind dann natürlich alle Nuancen gesetzt und ich werde jetzt auch nicht tiefer ins Detail gehen, weil ich glaube, das sprengt vielleicht den Rahmen des Videos komplett. Ich möchte jetzt nur zeigen, wie die Maschine an sich die Eingaben übernimmt und die wichtigsten Befehle einfach. Ja. So, was zum Beispiel ganz typisch ist, wir wollen jetzt mit dem 3D-Taster ganz schnell einmal auf 0 antasten, dann mache ich da hier
üblicherweise ist der meist eingegebene Befehl von mir M67, Enter, T99, Enter, sage ihm Cycle Start und er ladet mir das Werkzeug 99. Ja? Und Werkzeug 99 ist in meinem Fall mein Heimer 3D-Messtaster. Gut, dazu gibt es dann später auch ein eigenes Video, weil da habe ich auch schon gesehen, dass sehr viele Leute, glaube ich, das mit dem Messtaster, Null setzen, Werkzeuglängenkorrektur und so weiter nicht ganz so einfach verstehen, wie es in Wirklichkeit ist. Denn da tauchen immer wieder Fragen auf, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich werde das einfach mal ganz kurz in einem extra Video erklären. So, wir waren bei TGN, dann haben wir den Single Mode, der ist generell gleich wie der Auto Mode, nur dass jede Taste, also jede Zeile wird faktisch einzeln abgefahren. Ich muss jetzt nur aufpassen, was das für ein Programm ist. So, Werkzeug ist keines drinnen. Kühlmittel, Pumpe ist abgesteckt. So, wir fahren mal auf Start. Jetzt springt er mir in die erste Zeile. So, das ist jetzt einmal nur Information, ist jetzt gar nicht so wichtig. Danach müssen wir wieder Cycle Start drücken. Er springt in die nächste Zeile und in die nächste und in die nächste und in die nächste. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich in den 5 Jahren nie gebraucht. Es ist mittlerweile so, dass ich dem System, also ich verwende Fusion 360 mit einem eigens angepassten Postprozessor, von mir angepassten Postprozessor, das funktioniert flawless. Also ich habe noch keine einzige Situation gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, na, da hat es einen Software-Bug gehabt oder einen Maschinen-Bug oder ähnliches, wo ich einen Crash gefahren wäre, weil die Maschine schuld war. Und ich muss auch sagen, da muss ich jetzt irgendwo auf Holz, Metall, wo immer klopfen, ich habe in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 2 Crashs oder so produziert. Bei einem, wie gesagt, Spinnlager kaputt und einen anderen Crash kann ich mich auch noch erinnern. Aber im Großen und Ganzen, ja, ich meine, ich rede jetzt nicht von, ich zupfe meinen Fräser ab, sondern ich rede von, ich fahre einen Crash, ja. Nachdem ich hauptsächlich Fräser in der Größe 8 bis 12 mm habe, ja, das tut der Maschine, da lacht die Maschine. Dann, wenn ich die Tür zuschmeiße, ist das gleich schlimm. So, wie kommen wir aus dem Einzelmod wieder raus? Na, wie gedacht, stoppt die Maschine, Manual-Mode zurück, dann sind wir wieder im Manual-Mode. Im Auto-Mode schaut das Ganze... Ah, da kann ich jetzt auch noch gleich was sagen. Und zwar, ihr steckt es im Programm jetzt beispielsweise auf N14, also in der 14. Zeile. Ihr könnt da hier drücken, manuell, wie ihr das braucht. Ja? Wenn ihr auf Auto geht, seid ihr in der 14. Zeile. Gleiches gilt im Single-Modus. Ja? Der bleibt in der 14. Zeile, egal was du machst. Bin mir nicht sicher, ob sogar wenn man die Maschine neu startet. Na, das weiß ich jetzt nicht. Egal. Wenn ihr da raus wollt, manuell drücken und Clear Control. Ich nehme an, es wird für Clear Control stehen. Was dann passiert ist, er schmeißt alles, was er gerade an Programmen geladen hat, raus. Wenn wir jetzt da wieder auf Auto gehen, sind wir plötzlich wieder in der ersten Zeile, so wo wir hinwollen. Ja. Ein bisschen aufpassen muss man da auch, wenn man jetzt da gerade im Teach-In-Modus ist, sich sein Werkzeug gewechselt hat, Tool 99 drinnen war, man dann aus irgendeinem Grund Clear Control drückt, fliegt auch sämtliche Werkstück-Nullpunktsverschiebung als auch das Werkzeug, das fliegt alles raus. Also das ist faktisch... So, nächster Punkt. Um ein Programm generell auf die Maschine zu laden, braucht ihr ein serielles, ausgekreuztes Kabel und einen USB auf Serialadapter. Wobei ich sagen muss, da wäre ich eventuell irgendwie eine Zeichnung einblenden davon, weil das war bei mir auch ein bisschen ein Thema. Ich habe da mehrere Kabel probiert und mehrere USB-Adapter probiert und ich kann einmal kurz meinen zeigen. Das ist ein wunderschönes chinesisches Produkt. Funktioniert bei mir. Ich würde mich niemals trauen, den zu tauschen, weil es hat recht lang gedauert. Ich habe dadurch, dass ich doch einige da in der Werkstatt rumliegen habe, einige durchprobiert, der hat dann funktioniert. Beim Kabel ist auch so ein bisschen tricky. Das ist halt bei mir wirklich never change a winning team. Ich würde das nicht angreifen, nicht verändern. Ich habe teilweise wirklich Spundes davor, das auch noch abzustecken. Jetzt nicht, weil es mein Skill übersteigt oder was auch immer, sondern weil das halt wirklich, das war Fickerei am Anfang. Ich wäre für euch noch einmal kurz rausmessen, wie das Kabel gekreuzt ist, weil da gibt es nämlich auch 17 Standards, 3 verschiedene Varianten im Internet kursieren, 8 verschiedene Versionen davon. Wollen wir auch nicht, aber das kommt dann extra in dem Video für, wie laden wir ein Programm von der Maschine, vom PC auf die Maschine. So, nächstes Video. Wir haben ein Programm vom PC auf die Maschine geladen, das hat funktioniert. Wir sind jetzt wieder im Manual-Modus. Wir gehen auf Program-Menü.
da ist das letzte Programm, das geladen ist. Wenn ihr jetzt da das letzte nicht überschrieben habt, sondern mehrere Programme in der Maschine habt und raus wollt, dann ist da ID Directory. Das heißt praktisch eine Ebene nach oben. Klicken wir drauf, dann sind wir im Übersicht. Da sehen wir Punkt A, okay, meine Maschine hat derzeit jetzt noch 1 MB Speicher frei. Ich habe ein Programm geladen, normalerweise kann ich hier dann noch mit den Cursor-Tasten rauf und runter die verschiedenen Programme, die in der Steuerung sind, gespeichert sind, halt auswählen. Danach, wenn wir diese auswählen wollen, ja, gehen wir auf Manual, Menu, dann gehen wir auf Programmsatz suchen, so, und dann suchen wir uns dort, wo wir starten wollen. Wir wollen meistens in der ersten Zeile starten, wenn ihr woanders starten wollt. Beispielsweise, keine Ahnung, in der Zeile, ich weiß nicht, wie viele Zeilen das hat, probieren wir mal 200. Da drückt ihr Enter, geht's auf Search. Oh, scheint wohl keine 200 Zeilen zu haben. Clear. Dann probieren wir mal N. Jetzt nur für Example, nehmen wir 17, weil es da ist. Ja. Drückt ihr 17 ein, Enter, dann drückt ihr auf Search. Er springt automatisch in die Zeile 17 und mit dieser Search-Bestätigung sollte, wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe, also 17, Enter, Search. Wenn ihr jetzt wieder auf Manual drückt, seht ihr da oben Program Menu, Programm 9002, Zeile 17. Wenn ihr jetzt auf Auto geht, seht ihr, er startet in der Zeile 17. Das war jetzt nur eine kleine Vorausschau, weil ihr das irgendwann einmal braucht, dass ihr im Programm halt irgendwo wieder anfangt. Ja. Wir gehen nochmal auf Manual, Menu, One, End Directory nach oben. Wir wollen dieses Programm. Wir drücken Search, um ins Programm zu kommen. Wir nehmen die Zeile 1. Gibt's nicht. Ach, grandios. Wir gehen darauf, wir nehmen die Zeile, die erste, drücken auf Search. Jetzt stehen wir da oben auch, N Search, N, die Zeile, und dann steht nur die Programmnummer dabei. Manual, Auto, und ihr könnt es mit der Maschine losfahren. Also das ist, wie lade ich ein Programm, wie starte ich es dann mit Cycle Start, klarerweise. Ja. So. Noch kurz zu der Thematik Programme laden, Programme speichern und Programme löschen. Ein Programm zu löschen, geht es auf Program Menu, dann seht ihr da hier, also noch einmal kurz zur Erklärung. Mit Menü 1 Programmsatz suchen ladet ihr das Programm, dann habt ihr da hier die Funktion mit Autos Programm abzufahren. Ihr könnt das aber nicht bearbeiten. Ja? Das heißt, wir müssen hier das Programm, also die Taste Program Menu, die faktisch ein Programm Editor, eigentlich wäre besser der Program Edit hinzuschreiben, kommt ihr in das Programm und hier könnt ihr das Programm auch bearbeiten. Ganz wichtig ist, dass ihr das Programm danach mit Store auch speichert. Ja, das heißt, wenn ich da jetzt da zum Beispiel, zerschießen wir das Programm einmal, ich möchte da hier in der Zeile 24 GoTo X25, da möchte ich GoTo X25,01, jetzt mal um den Schaden gering zu halten, falls ich das Programm noch einmal brauche, geht sie auf Enter, dann steht das in der Zeile noch nicht drinnen, sondern nur da unten und da oben noch nicht, und dann drückt ihr auf Store und dann steht es auch oben drinnen. Ja? So, und ich muss das jetzt einmal zurückschreiben, X25 Enter Store. So könnt ihr das Programm durcheditieren. Ihr könnt sogar, ich brauche das so selten, weil ich alles am Rechner mache, ihr könnt da sogar zum Beispiel eingeben, jetzt da T6 zum Beispiel, das wäre jetzt mein Endgrater, ich glaube, der ist in dem Programm drinnen, drücken wir Enter, T6 und drücken Search. Und dann sucht er uns automatisch das T6, also du springst faktisch zum sechsten Werkzeug. Oder ihr sucht einen gewissen Befehl oder was auch immer. So funktioniert es. Programme überschreiben, Programme löschen. Ganz wichtig. Ihr fahrt zu Programm ein, seht, okay, da braucht es noch Änderungen im CAM, beziehungsweise der Postprozessor hat irgendwas, was auch immer. Ihr wollt das gleiche Programm nochmal auf die Maschine laden. Das alte Programm löschen. Program Menu, wieder ein Directory nach oben, da seht ihr die ganzen Programme. So, und wenn ihr jetzt da dort Enter drückt auf dem Programm, kommt da unten Clear. Und wenn ihr jetzt auf Store drückt, dann verschwindet das Programm. Ich mache das jetzt dabei einmal nicht, weil wir es vielleicht noch brauchen könnten. So, meine. Noch ein Punkt. Der Handcontroller. Ich weiß nicht, ob alle einen haben. Ich habe meinen extra kaufen müssen für unglaublich teures Geld. Ich finde, er ist unerlässlich, weil
wenn ihr dann drüben an der Maschine mit dem Kantentaster oder wenn ihr einen 3D-Taster habt, Nullpunkte abfahren wollt, ihr wollt da nicht stehen und da auf dem Bedienfeld eingeben und die super Grätsche zur Maschine. Weil wenn, selbst wenn ich das rüber drehe und ich stehe jetzt da mit dem Tisch da ganz unten, ich komme da nicht einmal hin. Ich meine, ich habe zwar keine schlechten Augen, aber ich sehe dann auch nicht, wie ich stehe und keine Ahnung. Deswegen ist dieser Handcontroller meiner Meinung nach unerlässlich. Die Preise gehen von, ja, wenn man Glück hat, man schießt dann einen ranzigen um 300 Euro bis 1000, 1200 Euro. Also die Dinger kosten Geld und das Einkabeln ist auch nicht ganz einfach. Was man auch sagen muss ist, der funktioniert jetzt gar nicht, ja, sondern wir müssen zuerst unter Betriebsmodus Manual auf Menü Fernbedienung eingehen, ja, so. Dann schaltet die Maschine auf den Handcontroller um und dann habe ich das nächste Thema. Dann geht dieses Bedienfeld hier partiell nicht mehr, wie zum Beispiel mein Werkzeugwechsel-Button geht nicht mehr. Meine Verfahren, also meine Achsen lassen sich nicht mehr fahren, sondern das geht jetzt alles nur mehr über den Handcontroller. In dem Handcontroller habe ich auch wieder die Möglichkeit, in die Betriebsmode zu schalten, Single, Auto, Manual, Coolant on und off. Jetzt zum Beispiel Coolant off, Coolant on, cool, das hat sogar LED, habe ich bis jetzt auch noch nicht entdeckt in den letzten 5 Jahren. Wir haben wieder Cycle Start, Cycle Stop und die Achsen. Was ich an dem Handcontroller brauche, ist faktisch nur den Vorschub aufzudrehen. Also ich habe hier von 0% bis 140% und dann auch wieder die inkrementellen Schritte. Das brauche ich, um anzutasten und eben auch die Tasten X, Y, Z. Sonst habe ich auf dem Handcontroller bis jetzt noch nichts gebraucht. Es kommt halt auch darauf an, wie weit man die Maschine verwendet, wie viel man am PC macht, wie viel man über sein CAM macht, wie viel man an der Maschine selbst macht und so weiter und so fort. Aber was in den letzten 5 Jahren von selbst auch nicht entstanden ist, ist die Halterung, die ich immer vorgehabt habe, da hier abzukanten. Ja, ist bis jetzt leider noch nicht passiert, wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, wie auch immer. Gut.